Zurück in Wildeshausen ist Marks Absturz in New York noch nicht vergessen. Honey, Yeah. I'm sorry about New York. I know. Sammy, unterbrich diesen wichtigen Moment bitte erstmal eben nicht. Du weißt das schon? I know, you're sorry. Yeah. Denkst du, soll ich jetzt noch mit dir sprechen? I mean, I talked a whole bunch of shit. Just getting drunk, okay? At the wrong time, okay? Ich hatte schon einen Plan B, ich dachte schon so, okay, alles klar. Ich fahr dahin. Du bist halt abgestürzt, kann passieren, ja? Das erste Mal, ist ja auch nicht schlimm. Ich war aber, dass du dann so böse Sachen gesagt hast, das war nicht schön. Ja, ich bin ein böse Junge. Okay. Sorry. Honey. This is the last morning. Do, do, do. Do, do, do. Daddy. Do you forgive me? She forgives me. She gives you a pussy. She forgives me. You do? I'm sorry. I won't do that again. I think I'm just having a life crisis. It's a problem for me. Yeah. Turning 30. Natürlich muss Mark jetzt erstmal noch ein bisschen dafür bluten. Ne? Das kann natürlich nicht so vergeben sein. So zack, zack, Entschuldigung und das war's. Aber ich muss sagen, wenn Sammy ihm vergibt und... Ja, dann kann ich das natürlich auch. Ich muss los. Ja? Gut. Ali ist bei Maxi. Sammy ist da. Beide gegessen, geschlafen. Lulu kommt mit mir mit. Honey, los jetzt. Tschüss. Ich bin froh, dass Sarah mir verzeiht. Schade, dass wir jetzt so wenig Zeit miteinander verbringen können. Sie ist so viel unterwegs und ich passe auf die Kinder auf. Und so ist es auch heute. Während Papa Mark die Kleinen hütet, ist Sarah schon wieder halb aus dem Haus. Bye, Sarah wird zum 7-jährigen Fantreffen in Delmenhorst erwartet. Ihre Schwester Lulu begleitet sie. Lulu möchte auch gerne Sängerin werden. Und sie hat ja nun schon des Öfteren mitbekommen, was das so bedeutet und was der Job alles so beinhaltet. Aber ich glaube, dass es jetzt an dem Zeitpunkt ist, wo ich sie auch mal öfter mitnehmen muss, damit sie wirklich ein Bild davon bekommt, wie sowas abläuft, was es alles für Aufgaben gibt in diesem Bereich. Es ist ja nicht nur auf die Bühne gehen und singen, sondern auch viele, viele andere Dinge. Ja, ich möchte auch unbedingt Popstar werden. Und ich mag es zu singen und ich mag es auch zu tanzen. Und ich finde es echt toll, dass Sarah mich jetzt immer mehr zu den Auftritten mitnimmt. Wie war es denn in New York? Cool. War richtig cool, echt. Außer, dass Marc bei meinem Auftritt nicht dabei war, weil er irgendwie so abgestürzt ist nachmittag. Jetzt habe ich ihn noch nie gesehen. Er hat mich voll angeschrien. Ich hatte ein Kleid an für, also ich viel Geld, ja, so total teuer, voll aufwendig, alles endlich gesucht, ausgesucht, geshoppt, voll unter Stress, war so stolz, dass ich endlich so ein schönes Kleid gefunden habe. Bin fertig und er sagt, your dress, it looks like a fucking curtain. Was heißt, was ist Curtain? Heißt auf Deutsch Vorhang. Ja. Yeah. Und ich so, ich konnte auch gar nicht so sagen, ich war nur noch im Schock, ich stand so vor ihm so, ja, yeah, thanks. Mann, er war doch betrunken. Ja, und? Dann kommt eigentlich die wahre Seite raus, ich bin total geschockt. In Delmenhorst warten bereits zahlreiche Fans auf den Popstar. Ich bin gespannt. Ich freue mich immer tierisch, meine Fans zu treffen. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten nicht so viel live gemacht. Von daher ist es eine schöne Gelegenheit und ich werde auftreten. Das wissen die Fans auch. Von daher wird es eine schöne Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Sarah ist bereits vor einem Millionenpublikum aufgetreten. Doch der hautnahe Kontakt mit den Fans ist unvergleichbar. Ich sehe schon ein Idol, weil ich finde, sie ist halt wirklich auf dem Boden geblieben als Star, sieht ihre lockere Art und so, das ist total geil sowas. Don't worry, cause I'll be homemade, but I know you're cheating, I'll be creeping, I'm freaking bad. So let me tell you how it's gonna be, you can only be the night. Das ist toll. Es war unheimlich rührend und es stand mir die ganze Zeit so bis hier, wenn ich reinkomme und wir stehen da mit ihren Sarah Connor T-Shirts und ihren Kameras und schreien und freuen sich einfach nur, weil ich da bin. Das ist schon ein tolles Gefühl gewesen. So always better get it on. What is here will soon be gone. When the leaves are falling, yeah, maybe we should fall apart. There may come a time when you may forget my love is true. So baby, let me show you. Perfekt. Es war ein wunderschöner Tag. Ich
habe so genossen, mit meinen Fans zusammen zu sein, immer wieder nah erleben zu können, Zeit zu haben, mit ihnen nah umgehen zu können. Das ist schon ein tolles Gefühl gewesen. Hier in meiner Heimatstadt in Elmhorst.